Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen hier im Saal und das freut mich besonders. Endlich kann ich wieder die Zuhörer im Saal begrüßen, aber auch draußen vor den kleinen Computerbildschirmen oder vor den großen Bildschirmen ganz herzlich willkommen. Fängt man an, welche Themen nimmt man? Und da ist uns ein Thema natürlich eingefallen, welches viele von uns, die wir im Exzellenzcluster Origins arbeiten, immer wieder nutzen und aufgreifen, auch ich, der als Teilchenphysiker auch hin und wieder mal über Kosmologie rede, nämlich die Entwicklung des Universums. Und es freut mich sehr, einen der Weltspezialisten hier begrüßen zu dürfen, der auf diesem Gebiet seit vielen Jahren, Jahrzehnten kann ich sagen, sehr erfolgreich arbeitet. Das ist mein Kollege Volker Springel vom Max-Planck-Institut für Astrophysik. Und vielleicht ein paar Worte zum Redner, auch wenn Sie viele von Ihnen natürlich lesen können. Volker ist Schwabe und hat deswegen logisch in Tübingen angefangen zu studieren, bevor er dann nach München gekommen ist, um zu promovieren mit einem Umweg über die USA. Und er hat auch dann wieder den Weg in die USA zurückgefunden, bevor er dann wiederum nach München gekommen ist, das heißt spezifisch nach Garching gekommen ist, um dort eine Forschergruppe am Max-Planck-Institut für Astrophysik zu leiten. 2010 ist er dann nach Heidelberg gegangen, hat eine Professur bekommen, dann für theoretische Astrophysik in Heidelberg. Und wiederum hat er den Weg zur richtigen Stadt gefunden, kann ich sagen. 2018 ist er dann Direktor geworden am Max-Planck-Institut für Astrophysik. Und nicht nur, dass meine Kollegen und ich seine Forschung ausgesprochen schön finden und begeisternd finden, sondern viele andere auch, und so ist es nicht verwunderlich, dass er mit einer ganzen Reihe von Preisen ausgezeichnet wurde, sowohl schon als sehr junger Wissenschaftler, als auch als dann sozusagen gestandener Wissenschaftler. Und ich will nur wenige benennen. Eine ist der Gottlieb Leibniz-Preis von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der doch eine sehr hohe Auszeichnung ist. Und der andere ist der Shaw-Preis, den er erhalten hat. Und umso mehr freut es mich jetzt natürlich, dass er heute Abend hier ist und zu Ihnen sprechen kann. Ich kann Ihnen versichern, es wird ein interessanter Vortrag und wird vor allem ein bunter Vortrag und ein sehr animierter Vortrag werden. Und am Ende werden Sie hoffentlich verstehen, wieso wir uns mit diesen Dingen beschäftigen und wieso die Entwicklung des Universums von den Kinderschuhen bis zum heutigen Zeitpunkt und sogar die Extrapolation in die ferne Zukunft ein so spannendes Thema sind. Volker, ganz herzlichen Dank, dass du den Weg zu uns gefunden hast und ich freue mich auf deinen Vortrag. Ja, ganz. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute Abend zu Ihnen sprechen darf über dieses Thema. Wir leben ja in einer sehr sorgenvollen Zeit und ich möchte Sie ein bisschen entführen in das Universum, Ihnen auch vielleicht darstellen, dass unsere irdischen Probleme in dem kosmischen Maßstab doch auch irgendwo zu relativieren sind. Und ich möchte Ihnen einfach ein bisschen was näher bringen aus meinem Forschungsgebiet über die Entstehung der Galaxien. Und ich bearbeite das vor allem auch mit theoretischen Methoden der numerischen Astrophysik. Das heißt, wir simulieren sehr viel auf dem Computer. Das erzeugt auch Bilder, die hoffentlich auch gewisse Anschauungen Ihnen vermitteln können, was für Abläufe denn da ablaufen im Kosmos. Ich muss übrigens sagen, ich habe den Shaw-Preis leider nicht gewonnen. Das war der Gruber-Preis, aber da bin ich auch trotzdem froh drum. Ja. Gut, dann lassen Sie uns doch beginnen. Ich möchte Sie einfach mal hier abholen mit diesem Bild des Nachthimmels von hier der Erde. Da sieht man in einer klaren Nacht, wenn man denn die Chance hätte, das zu tun, die Milchstraße hier als Band in der Mitte. Das ist also eine Seitenansicht unserer stellaren Scheibe, in der wir uns selber befinden. Also der Nachthimmel, diese Sterne, die meisten, die wir da bewundern, die sind sehr nahe an uns. Die gehören zu unserem eigenen Galaxis, zu unserer Milchstraße, ein System mit etwa 100 Milliarden Sternen. Nur die allernächsten davon können Sie mit bloßem Auge natürlich sehen. Meistens kann man eigentlich überhaupt nicht viel sehen, weil in unseren Städten haben wir ja die Lichtverschmutzung, das heißt die Milchstraße. Und das finde ich sehr bedauerlich, haben vielleicht viele von uns hier im Raum selber noch nie mit eigenem Auge wirklich gesehen, sondern nur auf solchen Bildern. Wenn man allerdings große Teleskope benutzt, wie zum Beispiel hier das Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in Chile, dann kann man den Kosmos
viel besser studieren oder man kann auch in den Weltraum gehen. Das Hubble-Weltraumteleskop, das sicher Ihnen allen im Begriff ist, hat natürlich einen noch schärferen Blick auf vor allem auf weit entfernte Galaxien, weil eben die störende Atmosphäre fehlt. Und zum Abschluss für diese kurze Einführung in die beobachtende Astronomie. Ich bin ja kein Beobachter. Ich benutze selber leider diese fantastischen Maschinen überhaupt nicht. Ich benutze dafür andere Technologie, die ich Ihnen nachher zeigen werde. Aber einmal nur zum Einstieg. Viele der Bilder, die ich Ihnen zeigen werde von beobachtenden Galaxien, die sind natürlich aufgenommen worden mit Teleskopen. Nicht wie diesem hier. Das ist die Zukunft. Das ist das Extremely Large Teleskop, das sich gerade im Bau befindet. Da warten die Astronomen schon sehr gespannt drauf. Das ist ein Teleskop, das wird so scharfe Bilder hier von der Erde liefern können, teilweise wie das Hubble-Weltraumteleskop und noch mehr. Und das hat so die Größe von einem ganzen Fußballstadion. Wenn Sie genau schauen, dann sehen Sie hier auf diesem Bild unten kleine Autos vor diesem Teleskop. Das gibt Ihnen einen Eindruck von dem gewaltigen Ausmaß dieses Fernrohrs mit einem 40-Meter-Spiegel. Das ist also die Zukunft. Sie sehen, dass die Astronomie als Wissenschaft natürlich sich weiterentwickelt, nach wie vor stürmisch weiterentwickelt und profitiert unter anderem von solchen fantastischen Teleskopen, die uns immer bessere Daten liefern über den Kosmos und seine Entwicklung. Und was wir dann sehen, wenn wir zum Beispiel gute Teleskope benutzen und in den Raum schauen, dann sehen wir auch andere Sternsysteme, andere Milchstraßen, andere Galaxien. Hier ist zum Beispiel eine besonders bekannte und schöne Galaxie M51, mit aufgenommen mit dem Hubble-Weltraumteleskop. Und das ist eine typische Scheibengalaxie, die sich um das Zentrum dreht. Von außen betrachtet wäre unsere Milchstraße ein ähnlicher Galaxientyp, auch eine Scheibengalaxie. Und wir wären eben als Sonnensystem einer von 100 Milliarden Sternen etwa am Rand von so einer Scheibengalaxie. Und man sieht hier auf diesem Bild auch noch etwas Interessantes hier rechts, diese gelbe Verdickung an Licht. Das ist auch eine kleine Galaxie, die in irgendeiner Art und Weise wechselwirkt, sagen wir, mit dieser größeren Galaxie. Darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Galaxien gibt es aber auch in ganz anderen Typen, in anderen Gestalten. Wir unterscheiden grob solche Scheibengalaxien, wie ich die gerade gezeigt habe, und dann eher runde, elliptische Galaxien. Hier rechts auf dem großen Bild ist eine sehr große zu sehen, NGC 1132. Das ist eine Galaxie im Zentrum eines Galaxienhaufens. Und hier links sehen Sie noch andere Typen von Galaxien. Unten eine Balkengalaxie. Da ist der Name sozusagen klar, warum man die so nennt. Da ist eine balkenartige Verdickung und man hat zwei sehr große Spiralarme. Und dann gibt es auch Mischformen zwischen Scheibengalaxien und kugelförmigen Galaxien, oder auch ein Bulge, wie wir das als in der Fachsprache nennen, im Zentrum, hier in der Mitte, diese Galaxie M104. Und dann gibt es noch ganz viele seltsame Galaxien, würde ich das mal nennen, zum Beispiel hier oben dieses Hoax-Objekt, ganz seltsam, ein Ring aus bläulichen jungen Sternen um eine sehr viel ältere kleine Galaxie im Zentrum. Und man fragt sich natürlich jetzt als Astronom und als Astrophysiker, wie sind diese verschiedenen Gestalten entstanden? Und vor allem, warum haben denn die Galaxien gerade diese Formen? Und manche hat die eine Form, manche die andere Form. Warum haben die genau diese Größen und warum gibt es überhaupt eine bestimmte Größenverteilung? Wo kommen diese Gestalten her? Das ist eine zentrale Frage, die wir uns stellen über die Entstehung der Galaxien. Und wenn man viele Galaxien beobachtet, das kann man auch tun, nicht nur einzelne Galaxien, sondern mit diesen großen Teleskopen kann man Himmelsdurchmusterungen machen und Hunderttausende von Galaxien sehen. Jede davon hat 100 Milliarden Sterne grob. Also sind schon sehr, sehr viele Sterne. Und auf dieser Karte hier, das ist im Prinzip eine Karte unseres lokalen Universums. Die gelben kleinen Pünktchen, die Sie vielleicht gar nicht genau sehen können hier in dieser Karte, jedes einzelne davon ist eine einzelne Galaxie. Und im Zentrum hier von diesem kuchenförmigen Diagramm, das ist unsere Position. Und hier hat man mit einem Teleskop in zwei Raumbereichen systematisch über einen kleinen Winkelbereich die Galaxien beobachtet, ihre Position am Himmel. Und dann kann man auch ihren Abstand bestimmen. Das macht man über die spektrale Rotverschiebung. Und da sehen Sie hier, ich kann es nicht gut anzeichnen hier auf der Projektion, aber Sie sehen hier oben rechts eine Skala, die nennt sich
Redshift, Englisch Rotverschiebung, das ist die spektrale Verschiebung der Wellenlängen, und das kann man in eine Distanz übersetzen. Das heißt, man kann letztlich dreidimensional rekonstruieren, wo die Galaxien sind. Und eine wichtige Sache möchte ich Ihnen auch noch hier zeigen, ist, dass wenn man das tut, wenn man sehr weit in den Raum hinausschaut, zu sehr großen Distanzen, dann schaut man auch sehr weit zurück in der Zeit, weil das Licht, das von diesen Galaxien ausgestrahlt worden ist, braucht eine gewisse Zeit, zu uns zu kommen. Und man schaut hier zum Beispiel auf diesen Bildern 2 Milliarden Jahre zurück in die Vergangenheit. Das heißt, Astronomen können einfach durch Beobachtung von sehr entfernten Objekten zurückschauen in die Vergangenheit. So wunderbar natürlich, um zu rekonstruieren, wie das Universum sich in der Zeit entwickelt hat. Man muss einfach nur es schaffen, sehr weit zurück in der Zeit zu schauen. Dann sieht man die Vergangenheit. Und die andere wichtige Erkenntnis von so einer Karte ist, dass die Galaxien, dieses gelbe Muster, das Sie da sehen, das ist kein zufälliges Muster. Die Galaxien sind nicht einfach zufällig im Raum verstreut, sondern die bilden eine Art wabenartiges Muster. Das nennt man die kosmische Großraumstruktur. Und wir wollen verstehen, wo kommen diese seltsamen Strukturen her? Warum gibt es diese Waben? Warum gibt es zwischen diesen gelben Mustern große Raumbereiche, die fast leer sind, wo es keine Galaxien gibt? Und dann gibt es riesige Konzentrationen, sogenannte Supergalaxienhaufen, wo Tausende bis zu Zehntausende von Galaxien sich zusammenballen in fadenartigen Strukturen. Das ist was, was es in der Kosmologie eben aufzuklären gilt. Und dann gibt es noch was Interessantes. Man kann, vielleicht gehe ich noch mal kurz eben zurück hier, dieses Bild, man kann, wenn Sie hier ganz an den Rand schauen, links und rechts, das sind also die ganz weit entfernten Regionen, da dünnt ja dieses gelbe Muster ein bisschen aus. Das liegt hier dran, dass man einfach nur noch die hellsten Galaxien sehen kann, wenn man so weit wegzuschaut. Aber die Frage ist, ist da nicht noch was da draußen? Und die Antwort, die ist da ganz klar, da ist sehr, sehr viel. Wenn man nämlich zum Beispiel mit dem Hubble-Weltraumteleskop auf einen dunklen Fleck am Himmel lange belichtet, enorm lange drauf schaut, dann sieht man plötzlich extrem weit entfernte, extrem lichtschwache Objekte, Galaxien aus der Kinderstube des Universums. Das hat man hier zum Beispiel gemacht, in diesem ultratiefen Feld, wie das heißt, Hubble Ultra Deep Field, das Sie hier sehen, das war also ein schwarzer Fleck, sehr klein, am Himmel, und da hat man draufgehalten mit dem Hubble-Weltraumteleskop sehr lange, belichtet und sieht dann tausende von jungen Galaxien, die extrem weit weg sind. Jeder dieser Flecken, die Sie hier sehen, ist eine Galaxie. Sehr, sehr weit, sehr alt und sehr weit entfernt. So, und für mich als Theoretiker und als Kosmologen stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das alles verstehen? Wo kommen diese Strukturen her? Und das ist das Forschungsprogramm, eines der Hauptprogramme der Kosmologie. Und jeder von Ihnen hat von der Urknall Hypothese, Theorie gehört sicherlich, also ich meine, das ist, hat stattgefunden, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das Universum hat sich vor 13,5 Milliarden Jahren aus einem unheimlich dichten, unheimlich heißen Zustand entwickelt. Es ist sehr rasch expandiert zu der Zeit. Man stellt sich da immer so eine Art Punktexplosion natürlicherweise vor. Der Big Bang hat ja das schon im Namen, der Urknall. Es hat nicht unbedingt Knall gemacht, die Expansion, die hat gleichzeitig überall sozusagen stattgefunden. Das ist schwierig, sich das vorzustellen, aber es war sicherlich so, dass klar ist, dass der Zustand war sehr heiß, wurde und es gab eine unglaublich rasche Expansion. Das war also am Anfang Inflation, was das genau ausgelöst hat, das wäre also hier in diesem Diagramm hier der Ursprung der Zeit. Wir wissen nicht wirklich, was den Urknall ausgelöst hat. Dafür gibt es sehr spekulative Theorien auch. Wir können allerdings relativ nah bis winzige Bruchteile an Sekunden mittlerweile zurückrechnen an den Urknall. Da gelten noch die normalen Gesetze der Physik, denken wir. Und wir können insbesondere diesen anfänglichen Prozess der extrem raschen Ausdehnung, das nennt man die Aufblähung, die Inflation, dafür gibt es Theorien, die das gut beschreiben. Und die Theorien sagen dann etwas voraus, dass es das Universum geboren worden ist in einem fast gleichförmigen Zustand mit ganz winzigen Störungen drauf, Fluktuationen, wie wir das nennen, Schwankungen in dem Brei aus Strahlung und Materie, den es da gegeben hat. Aber das war ein heißer Brei und sehr, sehr gleichmäßig, wie ein unglaublich glatter See, auf dem nur ganz winzige kleine Wellchen vorhanden waren. Und diese kleinen Wellen,
Wie kann man in der Theorie berechnen, aus dieser Theorie der Inflation näheren Ausdehnung? Und da gibt es dann eine Voraussage, dass etwa 380.000 Jahre nach diesem Urknall sollte das Universum plötzlich transparent geworden sein. Es sollte sich nämlich so abgekühlt haben, dass die Strahlung, die da gab, sich frei bewegen kann. Und das ist dann die Epoche, bis der diese Teleskope zurückschauen können. Und das kann man auch heute sehen. Also darüber werde ich gleich noch reden. Das ist jetzt sozusagen der Ausgangspunkt für das, was jetzt nachher kommen wird in meinem Vortrag über die Galaxienentstehung. Wir wissen zu diese grüne Karte sozusagen hier in der Mitte, 380.000 Jahre nach dem Urknall, das ist eine entscheidende Epoche in der Kosmologie, weil da zu diesem Zeitpunkt haben wir präzise Beobachtungen von dem Universum, wie es zu dieser Zeit ausgesehen hat. Und wie gesagt, da war es aber sehr anders. Es war sehr, sehr glatt. Es gab noch keine Galaxien und es gab noch keine Sterne und keine schwarzen Löcher. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, was ist dann danach passiert? Also hier ist das nochmal in einer anderen Skizze irgendwie veranschaulicht. Also wir stellen uns das grob so vor, die Entwicklung des Universums, dass es einen Urknall gegeben hat, hier ganz links. Da wissen wir relativ wenig drüber, was genau den ausgelöst hat. Aber wir können dann kurz danach, können die theoretischen Physiker anfangen, verschiedene Theorien dieser Ausdehnung, dieser inflationären Epoche zu berechnen. Und sie sagen dann voraus, wie dieser Zustand, diese grüne Karte hier in dieser Skizze, 380.000 Jahre nach dem Urknall ausgesehen hat. Und danach, danach dehnt sich das Universum weiter aus, kühlt sich ab, immer weiter. Und es ist erstmal nichts da. Es gibt das dunkle Zeitalter. Nennen wir das die Dark Ages, das dunkle Zeitalter des Universums. Danach war es ruhig, das Universum hat sich einfach nur weiter ausgedehnt, immer weiter abgekühlt, aber dann muss irgendwo der erste Stern entstanden sein und es muss dann irgendwie zur Bildung der Galaxien gekommen sein. Und das ist etwas, über was ich weiter sprechen will, wie das dann stattgefunden hat. Und das ist auch das Thema meiner eigenen Forschung, ist letztlich diese Entwicklung der letzten 13,5 Milliarden Jahre, nicht diese ganz frühe Zeit. So, und ich habe schon darüber geredet, über den Zustand des Universums 380.000 Jahre nach dem Urknall. Und das Interessante ist, den kann man sehr genau beobachten durch Mikrowellensatelliten, zum Beispiel in jüngster Zeit durch den Planck-Satelliten. Der beobachtet nämlich die Strahlung, die damals freigesetzt worden ist, die ist heute immer noch da. Photonen, die sind damals freigesetzt worden und die sind jetzt 13,5 Milliarden Jahre auch gealtert und das ist eine Restwärmestrahlung des heißen Urknalls. Genauso eine Wärmestrahlung, wie Sie an einem Lagerfeuer spüren. Nur sie ist heutzutage abgekühlt auf 2,7 Kelvin, 2,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Also es ist eine unglaublich kalte Wärmestrahlung. Es ist trotzdem eine Plancksche Wärmestrahlung. Und in dieser Wärmestrahlung gibt es aber kleine winzige Schwankungen. Das ist also eine Himmelskarte dieser Strahlung. Da schauen wir zurück auf diese Epoche der Rekombination, wo diese Strahlung freigesetzt worden ist. Und das ist das Babyfoto des jungen Universums, das wir aufnehmen können mit Beobachtung. Und wie gesagt, zu dieser Zeit sehen wir, das Universum war ganz glatt, die Materie, und war fast gleichförmig verteilt. Es war eine strukturlose Verteilung bis auf winzige kleine Wellen. Und die sind hier stark verstärkt in dem Farbkontrast, also was Sie hier als Farbflecken sehen. Das ist nur ein Tausendstel um die mittlere Materieverteilung. Es sind also wirklich winzige, kleine Störungen, die hier stark verstärkt sind. Und für die Kosmologie ist es jetzt so, dass man dieses Rauschen, das man da sieht, das enthält interessanterweise tatsächlich Informationen darüber, wie das Universum eigentlich zusammengesetzt ist, was es enthalten hat, welche Materieinhalt es hat. Man kann daraus schließen, durch Vermessung dieses Rauschens, denn bestimmte Fluktuationen von bestimmter Größe kommen häufiger vor. Das sieht man hier auf dieser Messung. Ich zeige Ihnen nur wenige Diagramme. Eins will ich zeigen, weil das ist so zentral für die moderne Kosmologie. Das ist sozusagen eine Messung aus dieser Karte, wo man vermessen hat, diese wellenförmigen Störungen. Und es stellt sich heraus, dass diese Wellchen im Wesentlichen eine Skala bevorzugen, ungefähr ein Grad am Himmel. Und deswegen ist da ein großer Berg auf diesem Leistungsspektrum bei einem Grad. Und
Man kann diese Messungen machen, das sind diese roten Datenpunkte hier, und dann kann man ein theoretisches Modell berechnen. Das ist diese grüne Linie, und Sie sehen, das geht genau durch die Daten. Und dieses theoretische Modell ist aber eins, das unglaublich überrascht, das nämlich aussagt, dass das Universum unglaublich seltsam ist in Wirklichkeit. Dass es nämlich aus einen Materie-Energie-Inhalt hat, den niemand wirklich so richtig auf dem Tapet sozusagen hatte von den Physikern, der auch nicht wirklich gewünscht ist. Das ist unheimlich schwierig, das zu akzeptieren. Nämlich, dass das aus diesen Beobachtungen und weiteren anderen folgt, dass das Universum ein wirklich seltsamer Ort ist, der nämlich nicht vorwiegend aus den normalen Atomen besteht, die wir im chemischen System der Elemente alle kennen, aus denen wir bestehen, aus denen unsere Erfahrungswelt besteht. Das nennen wir die normale Materie in der Physik, sondern dass die Materie dominiert wird von sogenannter dunklen Materie. Das ist hier dieser hellblaue Teil von diesem Kuchenstück. Also in diesem Kuchen, den Sie hier sehen, da ist einfach mal aufgezeichnet, wie wir uns auf Basis dieser kosmologischen Messungen vorstellen, wie heute Materie-Energie-Inhalt des Kosmos zusammengesetzt ist. Und was Sie da sehen, sind zwei große blaue Kuchenstücke. Ein Viertel etwa von diesem Kuchen ist hier markiert als dunkle Materie. 25% von dem Gesamten. Okay, was ist das genau? Wir sprechen noch drüber. Und dann gibt es drei Viertel fast ist dunkle Energie. Das ist jetzt nochmal was ganz Seltsames, dass man ist eine Art Anti-Schwerkraft, die sorgt dafür, dass das Universum eigentlich heutzutage was ganz Seltsames macht. Es dehnt sich jetzt tatsächlich nochmal beschleunigt aus. Normalerweise hat am Anfang die Ausdehnung nach dem Urknall war sehr stark und dann wurde sie verlangsamt, weil die Schwerkraft zieht ja alles zusammen, bremst die Ausdehnung ab. Aber vor 5 Milliarden Jahren plötzlich hat sich das in eine beschleunigte Expansion umgewandelt. Und das ist ein Effekt, den die sogenannte kosmologische Konstante, die Albert Einstein in seiner berühmten Relativitätstheorie schon vorgesehen hat, bewirkt. Und moderne Name dafür ist eigentlich die dunkle Energie, die ist noch eine Verallgemeinerung von dem. Aber die kosmologische Konstante von Albert Einstein ist tatsächlich das, was im Standardmodell angenommen wird für diese seltsame Komponente. Und dann sehen Sie die paar bunten kleinen Mini-Kuchenstückchen hier. Und das ist eigentlich überhaupt nur die normale Materie, etwa 4,5-5%. Also das sind die normalen chemischen Elemente, vorwiegend Helium- und Wasserstoffgas. Denn die wurden bereits im Urknall erzeugt und all die schweren Elemente erst später in Sternen und in Fusionsprozessen, in Sternen und Sternexplosionen. Das sehen Sie hier aufgemalt. Also nur 0,5% sind die Sterne. Also was wir da sehen in den Galaxien und am Nachthimmel, macht nur 0,5% der kosmischen Energiedichte aus. Und Planeten und wir ist noch mal viel, viel weniger. Ja, das sind Bruchteile von Prozenten. Das sehen Sie als schwere Elemente. Und auch die schwarzen Löcher, alle in zusammen, sind sehr unheimlich interessant. Aber sie sind nicht im Sinne der gesamten Masse wichtig für die Entwicklung des Universums. Dafür ist vor allem die dunkle Materie wichtig. Und die dunkle Energie, die sind die großen Spieler in der Entwicklung des Kosmos. Und die dunkle Materie, glauben wir, das ist ein Elementarteilchen, das noch nicht identifiziert worden ist, nachdem intensiv gesucht wird von Teilchenphysikern. Dafür gibt es verschiedene Kandidaten. Wir glauben aber, dass es die gibt und die Evidenz dafür ist überwältigend in der Astrophysik. Und wir glauben, dass diese Teilchen auch durch diesen Raum hier rauschen, während ich spreche. Die sind also um uns herum, sind wahre Geisterteilchen, weil ihre Wechselwirkung heute mit normaler Materie unglaublich schwach ist. Sie spüren nur noch das schwere Feld von allen anderen Teilchen. So, gut, jetzt habe ich viel Theorie gesagt und ich möchte jetzt endlich dann zu kommen zu meinen Simulationen und Ihnen erklären, wie die Galaxien entstehen. Aber was wichtig zu verstehen ist eben die Rolle der dunklen Materie, weil die durch den Massenanteil, der eben 5 bis 5-mal so groß ist wie normale Materie, muss man ihre Schwerkraft vor allem berücksichtigen. So, was wir also jetzt verstehen wollen, ist, wie entsteht aus diesem Grünen oben, aus den sogenannten Anfangsbedingungen nach dem Urknall, wie entstehen komplexe Galaxien wie die Milchstraße. Und da ist mal die Milchstraße von oben gezeigt, wie wir die, wir können die natürlich nicht von oben sehen, aber wir können versuchen, sie zu rekonstruieren, wie sie in etwa aussieht. Und die Erde mit unserer Sonne,
Wir sind in einem unbedeutenden Orionspiralarm relativ weit draußen in dieser Spiralgalaxie. Und zur Zeit der Dinosaurier waren wir auf der anderen Seite dieser Galaxie. Ja, also die dreht sich langsam um sich herum. Wir müssen jetzt also schauen, können wir vorwärts in der Zeit rechnen? Ich habe vorhin gesagt, die theoretischen Physiker können die Frühphase des Universums auch berechnen und dann zum Beispiel diese grüne Karte voraussagen. Und wir wollen jetzt aber schauen, können wir von 380.000 Jahren bis heute auch vorwärts in der Zeit rechnen. Und das ist was möglich ist mit modernen Supercomputern. Und um Ihnen zu veranschaulichen, dass Simulationsrechnungen, das werde ich Ihnen jetzt zeigen, wirklich gerade in der Astrophysik unheimlich viel Anschauung bewirken und auch Verständnis gebracht haben, möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen, hier mit dieser Karte. Das zeigt ein paar Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops auch von sogenannten seltsamen Galaxien. Nämlich deswegen, weil das sind Galaxien, die stehen nah beieinander, sie sind Paare und die wechselwirken mit irgendeiner Art. Und es gab in den 70er Jahren, 1972, eine berühmte Hypothese in einer wissenschaftlichen Arbeit von zwei Brüdern, Toomer und Truman, die haben vorgeschlagen, dass die Galaxien seien im Prozess der Verschmelzung. Und wenn die zusammengestoßen sind, dann entstehen aus diesen Scheibengalaxien, die hier zusammenstoßen, würde daraus eine runde elliptische Galaxie entstehen am Schluss. Nun, wenn man an den Himmel schaut, sieht man aber nicht irgendwie die Galaxien in Bewegung, weil diese Prozesse dauern Milliarden Jahre. Ja, also die Frage ist also, wie beweist man, dass das wirklich passiert? Und die Astronomen in den 70er Jahren waren sehr skeptisch, waren nicht überzeugt, dass das wirklich das ist, was abläuft. Aber mit einer Computersimulation, die Sie heute auf einem Laptop ausführen können, kann man relativ leicht nachvollziehen, dass genau das passieren muss. Hier sehen Sie nämlich die Kollision von zwei solchen Scheibengalaxien simuliert, also zwei Sternscheiben, die sind eingebettet in dunkle Materie, die kollidieren miteinander unter dem Einfluss ihrer gegenseitigen Schwerkraft. Und zu verschiedenen Zeiten wird diese Simulation angehalten, herumgedreht und dann überblendet auf tatsächliche Beobachtungen von solchen wechselwirkenden Galaxienpaaren. Und was Sie sehen, ist, dass diese eine Simulationsrechnung eine Reihe von solchen wechselwirkenden Galaxienpaaren tatsächlich beschreiben kann, in unterschiedlichen Phasen der Kollision. Ich glaube, wenn Sie diese Rechnung gemacht haben und diese Vergleiche angestellt haben, dann gibt es keinen Zweifel mehr dran, dass das genau das ist, was da passiert. Dass Sie Standbilder sehen von kosmischen Galaxienkollisionen. Ja? Das ist das also, was auch Computersimulationen eben leisten können, in der Astronomie insbesondere. Da die Prozesse, um die es geht, ja sehr langsam abläufen, können wir aber Rechnungen produzieren in der Zeit und dann auch schauen, wie die Zeitentwicklung tatsächlich abläuft. Und diese Idee wollen wir jetzt übertragen, nicht nur auf zwei Galaxien, sondern auf Tausende, Hunderttausende Galaxien, ja auf den gesamten Kosmos insgesamt. Und dazu brauchen wir noch leistungsfähigere Computer. Aber die gibt es zum Glück. Also wir haben heutzutage natürlich parallele Höchstleistungsrechner, die unglaubliche Leistungen haben. Also das ist eigentlich eine Maschine, auf der ich lange Jahre gearbeitet habe, die ist mittlerweile schon überholt und abgebaut. In Stuttgart gibt es einen neuen Computer, der noch mal viel besser ist und viel schneller ist. Aber ich zeige den noch, weil eine Rechnung, die ich Ihnen gleich zeige, wurde damals gemacht, vor 4-5 Jahren auf dieser Maschine. Und die hat zum Beispiel eine Leistung von 7,4 Petaflop. Das bedeutet, dass die fast 10 hoch 15 Rechenoperationen pro Sekunde schafft. Das heißt also, das ist 1 Million mal 1 Milliarde Rechnungen pro Sekunde. Also das ist eine ganze Menge, weiß sehr viel mehr als wir sozusagen als Menschen, selbst wenn wir die gesamte Bevölkerung auf der Erde einspannen würde, nicht leisten können. Das ist ganz klar. Also das sind Number Crunchers. Und mit diesen Zeichen jetzt mal, was passiert, wenn wir die dunkle Materie vorwärts entwickeln in der Zeit. Hier sehen Sie eine Wolke aus primordialer dunkler Materie. Also das ist einfach, die hat am Anfang leichte Schwankungen gehabt, die genau die Schwankungen, die man in diesem Mikrowellenhintergrund nach dem Urknall auch sieht. Und diese leichten Schwankungen, die verstärken sich mit der Zeit unter dem Einfluss der Schwerkraft. Und Sie sehen, dass schon nach kurzer Zeit positive Dichtestörungen größer geworden sind. Diese haben sich zu kleinen Klümpchen aus dunkler Materie entwickelt. Das nennt man Halos. Diese kleinen Klümpchen aus dunkler Materie ziehen dann durch die Schwerkraft immer mehr Materie auf sich drauf. Die werden immer größer.
Und Sie sehen, dass sich im Kleinen erst ein filigranes Netz aus diesen komischen Strukturen gebildet hat. Und dieses Netz stürzt mit der Zeit zusammen unter der unnachgiebigen Kraft der Schwerkraft, die diese Materie immer weiter zusammenzieht und immer größere Strukturen aufbaut. Und weil dieser Aufbau von Strukturen von klein nach groß läuft, nennen wir diesen Prozess hierarchische Strukturentstehung, von klein nach groß. Und so bildet sich aus der dunklen Materie mit der Zeit, bilden sich aus den kleinen Objekten immer größere Systeme. Was Sie jetzt hier sehen, ist tatsächlich der Halo, wie wir sagen, aus dunkler Materie, den die Milchstraße umgibt. Das ist ein Objekt mit einer Masse von etwa 10 hoch 12 Sonnenmassen. Also das sind 1000 Milliarden Sonnenmassen, die hier an dunkler Materie unsere Milchstraße beherbergen. Ja. Insgesamt so. Das ist jetzt, sehen Sie, relativ komplex. Sie sehen auch, dass in dieser Milchstraße schwirren auch heute dunkle Materieklümpchen umher. Das sind Satellitensysteme, das ist auch eine klare Voraussage dieser kosmologischen Theorie. Das ist was, was man erst mit diesen Computersimulationen auch gut erkannt hat, wie verklumpt dann auch die dunkle Materie heute noch ist in den großen Galaxien wie der Milchstraße. Genau, und das ist eben eine Erkenntnis, die man auch heute noch nicht mit anderen Rechenmethoden gewinnen kann. Man muss dazu tatsächlich die Zeitentwicklung des Universums auf Rechnern nachsimulieren. Mit der klassischen Physik, mit der Schwerkraft, und in dem Fall ist es eine bestimmte Annahme über die Natur der Teilchen, die man machen muss, und dann kann man das die Weise simulieren. Aber es geht gleich weiter, Sie können ruhig das Licht auslassen, weil ich möchte Ihnen dann zeigen, dass man natürlich noch viel mehr machen kann. Man kann dann in diesen Rechnungen nicht nur eine einzelne Galaxie anschauen, sondern ganze Raumbereiche, die Milliarden von Lichtjahren umfassen. Also das sind riesige Gebiete, die wir hier simulieren. Das sehen Sie hier, ist ein Ausschnitt aus der Millennium-Simulation. Das ist jetzt die kosmische Großraumstruktur, wie wir sie in der dunklen Materie heute erwarten, auf Basis der Rechnungen, die man mit diesen Supercomputern machen kann. Und Sie sehen dieses Wabenartige der kosmischen Strukturen und dieser kontinuierliche Zoom in dieses Ergebnis, der konzentriert sich hier auf das Zentrum einer dieser Kreuzungspunkte, der Filamente. An diesen Kreuzungspunkten sitzen nämlich große Galaxienhaufen. Das ist jetzt ein Galaxienhaufen mit einer Masse von 10 hoch 15 Sonnenmassen. Also das ist 1 Million mal 1 Milliarde Sonnenmassen. Das ist also auch sehr, sehr groß. Und eingebettet sehen Sie diese hellen Konzentrationen von dunkler Materie, das sind die einzelnen Galaxien. Diese Rechnung, die ist hat schon ein gewisses Alter, die ist schon aus 2005, wie Sie sehen, das ist also nicht mehr die neueste Erkenntnis, ist aber immer noch sehr wichtig, weil diese Millennium-Simulation, die hat ermöglicht, diese Großraumstruktur, die man da sieht, zu vergleichen mit den wabenartigen Mustern, die man in den Himmelsdurchmusterung der wirklichen Galaxien sieht. Ich habe Ihnen das vorhin mal gezeigt gehabt, in diesem Kuchendiagramm aus dem 2DF, Rotverschiebungssurvey. Hier in Blau ist links ein anderer berühmter, ein anderes berühmtes Beobachtungsprogramm. Nee, so, das ist auch der 2DF, sehe ich gerade. Oben links, oben ist der Sloan Survey in dem oberen Diagramm, und da sehen Sie in dem blauen ganz oben eine große Mauer an Galaxien, das ist der Sloan Great Wall. Das ist die größte Struktur, die man inzwischen kennt aus den Beobachtungen im Universum. Die enthält mehr als 10.000 Galaxien von links nach rechts und hat auch eine Länge von fast 2 Milliarden Lichtjahren. Die Frage ist, ob solche riesigen Mauern an Galaxien in der kosmischen Großraumstruktur auch in diesen Computersimulationen entstehen. Und die Antwort zudem ist ja. Also Sie sehen hier in Rot unten, das sind jetzt andere künstliche Beobachtungsprogramme, die man sozusagen machen kann, indem man ein virtuelles Teleskop in diese Computeruniversen hineinstellt und dann die Simulationen beobachtet, so wie man das tun würde mit dem echten Teleskop. Und dann kann man eins zu eins vergleichen, was würde denn so eine virtuelle Beobachtung sehen? Was für ein Muster an Galaxienverteilungen? Das sind diese roten Muster aus den Millennium-Simulationen. Man braucht dann mathematische Methoden, um zu bewerten, ob diese Muster wirklich gleich sind. Aber die Antwort auf die Frage ist, ja, die sind mathematisch
sehr vergleichbar, sind eigentlich praktisch nicht unterscheidbar, mit ganz subtilen Abweichungen, wo man nicht sicher ist, ob das, wie ernst das man nehmen muss. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass dieser Vergleich auf großen Skalen sehr erfolgreich ist für die Theorie heute. Also wir verstehen wirklich gut, wo diese Großraumstruktur herkommt. Sie entwickelt sich direkt, sie ist bereits angelegt in dem Mikrowellenhinter. Sie kommt letztlich aus diesen Störungen des Urknalls direkt. Die werden über die Schwerkraft in der Zeit stark verstärkt in diese Muster, die wir dann heute sehen. Und ja, das möchte ich zeigen. Mit diesem Computer haben wir damals diese Rechnung gemacht und die war auch einer unserer größten Erfolge. Ist jetzt natürlich eine Weile her, aber wir haben auch neuere Folge, auf die komme ich gleich zu sprechen, noch interessantere Rechnungen, die werde ich Ihnen gleich zeigen. Aber bevor ich das mache, möchte ich Ihnen eins noch sagen zum Verständnis. Diese Rechnungen sind, was der Supercomputer macht, ist wirklich ein, in Englisch sagt man ein Number Crunch, ein Zahlenfresser. Also diese Rechnungen, die sind sehr monoton, die müssen ganz, ganz, ganz viele Daten bearbeiten und diese Daten sind wirklich sehr langweilige Zahlenkolonnen. Hier habe ich das mal versucht zu zeigen. Es sind nicht diese schönen Bilder, die ich Ihnen gerade zeigen konnte, weil da für diese Datenauswertung muss man dann nochmal extra Programme machen, um die aus diesem Datensalat auch ein schönes Bild zu zeigen. Was die Simulationsrechnung wirklich macht, zum Beispiel für die dunkle Materie, ist die Koordinaten dieser Teilchen im Raum, da sehen Sie hier x, y, z, und die Geschwindigkeit im Raum. Das sind die fundamentalen Phasenraumkoordinaten der dunklen Materieteilchen. Und davon haben wir ziemlich viele, 10 Milliarden. In modernen Rechnungen haben wir mehr als 1000 Milliarden von diesen Teilchen. Also unglaublich viele. Und es erzeugt unglaublich viele Zahlen. Also hier von dieser alten Millennium-Simulation, das waren etwa 5000 Milliarden Zahlen, die wir hier verarbeitet haben. Und der Aufgabe der Forscher ist dann tatsächlich, aus diesem Zahlensalat auch irgendeinen Sinn zu extrahieren. Ja, und das ist aufgrund der Menge der Daten dann auch gar nicht so leicht. So, ich möchte aber jetzt auf das zentrale eigentlich Thema meines Vortrags kommen. Das ist nämlich nicht die dunkle Materie, sondern wir interessieren uns ja eigentlich für die Sterne. Was leuchtet im Universum? Und das ist ja gerade nicht die dunkle Materie, sondern das ist die normale Materie, aus denen die Sterne bestehen und die leuchten. Und ich habe schon gesagt, die normale Materie macht einen verschwindenden kleinen Anteil aus. Das ist sozusagen die Sahne auf dem Kuchen, die interessant natürlich ist. Und wenn man die Galaxien sehen will in diesen Rechnungen des Universums, dann kommt man nicht umhin, um nicht nur die dunkle Materie zu simulieren, sondern dann müssen wir uns auch kümmern um diesen bunten Rest und den auch simulieren. Und dieser bunte Rest, der ist allerdings sehr schwierig zu verstehen. Ich will vielleicht dieses theoretische Bild hier überspringen, sondern Ihnen erstmal erklären, wie ein bisschen die Methoden dafür aussehen. Also für die dunkle Materie machen wir das so, dass wir tatsächlich die zum Beispiel 10 Milliarden Materieteilchen haben, die dann im Raum herumfliegen. Das ist die dunkle Materie und die wechselwirken unter ihrer Schwerkraft. Für die baryonische Materie, für die normale Materie, das ist am Anfang Helium- und Wasserstoffgas, das im All herumströmt und dann sich zusammenballt unter der Schwerkraft zum Beispiel zu Sternen oder auch zu Planeten. Dafür muss man Methoden der Strömungsmechanik benutzen. Das ist nicht sehr anders als Methoden, die man braucht, zum Beispiel um vielleicht die Strömung um ein Flugzeug herum zu berechnen. Allerdings sind die Anforderungen an die Verfahren, die wir haben, viel extremer. Denn in einem Windkanal zum Beispiel für einen Aerodynamiker, der hat vielleicht ein Flugzeugmodell und muss die Strömung sehr präzise verstehen. Aber das Flugzeugmodell, das tut sich nicht groß ändern in der Zeit. Aber bei uns ist es so, das Universum verändert sich permanent, es dehnt sich unglaublich schnell aus und dann verändert sich die Dichte auch. Am Anfang ist die Dichte ganz homogen, aber dann führt die Schwerkraft dazu, dass sich die Materie zusammenzieht in kleine winzige Regionen, dort zusammenballt und dann zum Beispiel einen Stern produziert. Das heißt, wir brauchen Methoden, die unglaublich adaptiv sind, um das zu leisten. Und dafür haben wir ganz spezielle Methoden entwickelt. Das ist hier mal gezeigt, das ist so eine Gittermethode, die arbeitet mit einem Voronoi-Gitter. Das ist ein Gitter, das wird erzeugt von strömenden Punkten. Und in diesen Zellen, die Sie da sehen, da hat man dann den Zustand des Gases. Und Sie sehen jetzt hier schon mal eine differenziell rotierende Scheibe. Und der Trick an diesem unstrukturierten Gitter ist, dass es sich nicht selber zerstört. Normalerweise würde sich das aufwickeln, weil die Scheibe ist, rotiert nicht überall mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit. Und das wird in dieser Methode eben verhindert. Und mit der ist es dann auch gelungen, dass wir Strömungen abbilden können in Galaxien, die auch enorm turbulent sind. Weil eine Schwierigkeit ist auch, dass die kosmischen Gase in Galaxien unheimlich stark zur Wirbelbildung neigen. Die zeigen eine unglaubliche
Neigung zur Turbulenz. Das liegt einfach daran, dass diese Gasströmungen so dünn sind. Die Dichte ist sehr, sehr gering im Kosmos, trotz allem. Und dann ist die innere Reibung in diesen Gasen, die Viskosität, extrem gering. Das bedeutet, dass die Strömungen, die entstehen, extrem turbulent sein können. In der Tat ist es so, dass die Turbulenz, die man dann im Kosmos erwartet, über allem liegt, was wir hier auf der Erde haben, bei weitem. Und deswegen brauchen wir eben auch numerische Verfahren, die zum Beispiel die Turbulenz sehr gut darstellen können. Das ist mal hier illustriert, das ist unser numerisches Verfahren, das wir benutzen, um Galaxien zu simulieren. Aber man kann, wenn man will, kann man auch hier so eine artifizielle Kaffeetasse simulieren oder so. Sie sehen, das sind so Strömungsmuster, das ist sozusagen Turbulenz, die Vermischung von zwei Phasen und das kann eben unser Code ganz gut. Und was wir dann gemacht haben vor ein paar Jahren, ist, wir haben zum ersten Mal eine richtig große Simulation gemacht mit diesem neuen Verfahren, das endlich diese Strömungen präzise darstellen kann. Und mit der Dunkelmaterie zusammen konnten wir dann eine Rechnung machen, die wir Illustris-Simulation nennen. Und die hat jetzt den Kosmos simuliert, die Dunkelmaterie und die Gase zusammen. Und wenn man das richtig tut und dann auch noch die Physik berücksichtigt, die diese kosmischen Gase tun können, also sie können zum Beispiel Röntgenstrahlung emittieren und die können dann in Sternen Fusionsprozesse machen, dann müssten eigentlich Galaxien entstehen. Und das zeige ich Ihnen jetzt, was dabei rauskommt. Und nur mal, um zu zeigen, was man dafür braucht. Wir haben das gemacht auf diesen zwei Großrechnern. Damals der Rechner SuperMOOC hier im Leibniz-Rechenzentrum hier in Garching und eine Maschine in Frankreich, Curie. Wir haben Rechenzeit bekommen über einen Verbund, PRAISE, Europäische Höchstleistungsrechenzentren. Zu der Zeit damals 19 Millionen Core-Stunden, das war vor ein paar Jahren sehr viel Zeit. Wenn Sie das auf Ihrem PC machen wollten, würde es etwa 2200 Jahre dauern, diese Rechnung, um das einzuordnen. Wenn man das dann macht, dann kommt hier sowas raus. Also das ist nochmal ein Film, der zeigt einen Zoom, so ähnlich wie ich es Ihnen vorher gezeigt habe, in die Millennium-Simulation. Am Anfang haben wir auch die dunkle Materie gesehen. Aber jetzt können wir auch die normalen kosmischen Gase zeigen. Und hier sehen Sie jetzt das normale Helium-Wasserstoffgas, seine Temperatur. Es ist sehr heiß am Ende, weil es wird von der UV-Strahlung der Sterne aufgeheizt und ionisiert. Es hat eine Temperatur von fast 10.000 Grad. Und hier sehen Sie die schweren Elemente, kurz die erzeugt worden sind in den Sternen. Und schließlich zoomen wir weiter rein und wir sehen jetzt im Zentrum der Halos der Dunkelmaterie sehen wir tatsächlich Sterne. Wir sehen das Stern, die entstanden sind in der Simulation. Das ist eine Spiralgalaxie, die entstanden ist in der Galaxie, in der Mitte von so einem Halos dunkler Materie. Und das bedeutet, es ist jetzt also möglich gewesen, direkt aus den Anfangsbeginn, kurz nach dem Urknall, wenn man den richtigen, diese seltsame Zusammensetzung des Universums berücksichtigt, und dann mit den bekannten Gesetzen der Physik vorwärts in der Zeit berechnet, dann entstehen tatsächlich Galaxien, so wie wir sie kennen. Gleich am Ende sehen wir noch was bei dem Rauszoomen. Hier sehen wir das neutrale Gas, aber Sie sehen auch jetzt hier so blasenartige Strukturen in dem Geschwindigkeitsfeld des Gases. Diese kleinen Blasen, die Sie hier gesehen haben, diese kosmischen Explosionen, da werde ich jetzt drauf kommen, das ist was die schwarzen Löcher in den Galaxien gemacht haben. Die sind nämlich hier auch mitsimuliert worden. Und das hier ist jetzt nochmal aufgezeigt, ein bisschen verschiedene Galaxien. Also die Simulation hat nicht nur eine Galaxie gemacht, sondern die hat Hunderttausende von Galaxien gleichzeitig produziert. Die ganze Population an Galaxien. Und man kann dann anschauen, sind denn die verschiedenen Formen der Galaxien, die verschiedenen Gestalten, die ich am Anfang Ihnen gezeigt habe, Scheibengalaxien, elliptische Galaxien, gibt es die denn auch in diesen Rechnungen? Und die Antwort ist ja. Also das ist eigentlich ganz erstaunlich. Man sieht verschiedene Galaxientypen, die sind hier mal etwas suggestiv aufgereiht, also die elliptischen Galaxien, 6 Beispiele, und dann Scheibengalaxien in 2 Armen, manche mit Balken, manche ohne Balken, und zwar deswegen, weil Edwin Hubble, der berühmte Astronom vor ungefähr 100 Jahren, der hat die Klassifikation der Galaxien in der Astronomie geprägt, das nennt man das die Hubble-Stimmgabel, weil das sieht so aus wie eine Stimmgabel, ein Stamm von diesen elliptischen Galaxien und dann 2 Äste aus Scheibengalaxien mit Balken und ohne Balken. Und das findet man eben auch in der Rechnung. Und auch man findet auch Trends, dass eben die schwereren Galaxien sind präferieren die elliptische Gestalt und die leichteren Galaxien sind eher Scheibengalaxien. Ganz auch, wie man das beobachtet. Das ist also auch ein Erfolg gewesen für die Theorie. Und man findet auch viele kleinere, irreguläre Galaxien. Die gibt es auch im Universum und die sind natürlich auch die Frage,
können wir auch diese Formen reproduzieren oder nicht. Ja. Und hier ist, was man dann auch machen kann, ist, man kann mal sowas machen, was wir in dem Hubble Ultra Deep Field gesehen haben. Wir können also auch versuchen, ganz weit mit einem künstlichen Teleskop, in das wir ganz weit zurückzugucken und die frühen Galaxien anzugucken und dann eine künstliche Aufnahme zu machen von dem ultratiefen Feld des Hubble-Teleskops. Und hier ist eins dieser zwei Bilder ist jetzt genau diese Lustre-Simulation und eins ist die echte Aufnahme des echten Universums. Ja? Und die echten Astronomen, die können erkennen, welches das echte ist, aber ich schätze mal, die meisten von Ihnen auch können es nicht, ich würde fast hoffen nicht, weil es ist sozusagen ein Erfolg der Simulation, dass diese Simulation dem echten Universum relativ nahe kommt. Also diese Lustre-Simulation produziert auch junge Galaxien mit einer Häufigkeit und einer Größe, die sehr gut den Beobachtungen entsprechen. Nicht exakt, also wenn man da genau hinschaut, sieht man Unterschiede. Aber wir würden auch keine exakte Übereinstimmung erwarten, weil die Rechnung Annahmen eine ganze Reihe von Vereinfachungen machen muss. Und da erwarten wir durchaus, dass die auch das Ergebnis verfälschen werden. Also wir wissen aber leider natürlich nicht immer, liegt jetzt die Abweichung, die kleine, liegt es nur an unseren Annahmen oder ist es vielleicht doch in den Fundamenten der Theorie verborgen? Ja, das ist sozusagen eine Frage der aktuellen Forschung immer. Wenn man solche Abweichungen findet, was bedeutet es? Bedeutet es, dass alles auch gut ist und man hat halt kleine Messfehler, sage ich jetzt mal, gemacht oder kleine Fehler in der Näherung oder ist es ein Hinweis darauf, dass irgendwas Fundamentales nicht stimmt? Und das sind sozusagen die Fragen, die uns dann in der Praxis auch umtreiben, jeden Tag. Woran liegt das dann, dass es die Abweichung gibt? Nun, das Ergebnis ist sehr toll rezipiert worden. Das war, denke ich, ein wichtiger Fortschritt für die Theorie der Galaxienentstehung, dass man das so zeigen konnte, dass diese Entwicklungsrechnungen sowas hergeben. Deswegen ist es auch rezipiert worden. Und auch die Deutsche Post hat tatsächlich eine Briefmarke mit der Illustre-Simulation publiziert. Aber ohne dass wir das dazu getan hätten, dann waren wir natürlich extrem froh, dass das passiert ist. Eine Ehre, die einem auch nicht so oft widerfahren wird. So, und jetzt komme ich zu modernen Sachen. Jetzt möchte ich ein bisschen was erzählen über den aktuelleren Stand. Also diese Illustre-Simulation, die ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt, 5, 6 Jahre alt. Und wir haben seitdem weitere Fortschritte gemacht. Naja, und wir haben uns einen neuen Namen gegeben, die Next Generation Illustre-Simulation, also die nächste Generation. Wir haben dann die physikalischen Modelle weiter verbessert mit diesem Team an Kollegen und Forschern. Die Hauptarbeit haben wir natürlich wie immer die jungen Forscher gemacht, die hier gelistet sind. Ich selber und mein Kollege Lars Hönkes, wir haben das geleitet, aber die Hauptarbeit haben diese ganzen extrem begabten jungen Forscher geleistet, die ja gezeigt sind. So, und dann haben wir drei Rechnungen gemacht, die unsere neuen Modelle sind, nicht nur eine Simulation, sondern wir haben drei verschiedene gemacht, die nennen wir jetzt TNG 50, 100 und 300. Das liegt an der Größe der Rechnung 50 Megaparsec, das ist unsere Größenangabe, das sind die Megaparsec, das sind so etwa 200 Millionen Lichtjahre, nein, stimmt nicht ganz, weil das schon ohne klein h, es sind 160 Millionen Lichtjahre Kantenlänge, also auch durchaus groß, aber zu klein, um repräsentativ zu sein für das Universum. Aber mit diesen kleinen Simulationen können wir viele Details sehen. Wir machen dann noch große Rechnungen, da können wir besser die Großraumstruktur sehen. Und auch diese Simulationen, sind extrem wichtig für die Astrophysik, obwohl, nur um das zu zeigen, obwohl diese Rechnungen erst aus 2018 stammen, sind schon über 330 wissenschaftliche Arbeiten damit geschrieben worden. Also die sind schon, können nämlich, weil sie das gesamte Universum beschreiben, kann man die in vielerlei Hinsicht befragen. Deswegen lohnt sich es eben auch, diese große Rechenzeit einzusetzen, die noch mal größer war als diese 19 Millionen Stunden. Diese TNG 50-Simulation, die hat fast 100 Millionen CPU-Stunden verbraucht, also noch mal fünfmal mehr als die Rechnung vorher. So, aber was man das macht, dann kommen solche Simulationen raus. Das ist jetzt eine Scheibengalaxie, die also auch simuliert ist aus der TNG 50-Rechnung, die höchste Auflösung hat. Da sehen Sie rechts die Sternverteilung dieser Scheibengalaxien, also auch zum Beispiel Spiralarme, wie wir sie auch in der Natur sehen. Und links sieht man die Gasverteilung, also schon doch erhebliches Detail. Das hier zeigt, aber noch schöner ist es vielleicht, wenn man jetzt sich mal die Entstehung wirklich der so einer Galaxie wie der Milchstraße anschaut, in einem Zeitraffer. Ja, das sehen Sie jetzt hier.
13, wir sind jetzt schon ein Stück vorwärts, eine gute Milliarde Jahre ist schon vergangen. Was Sie jetzt hier sehen im Hintergrund, sind die kosmischen Gasströmungen, die auch recht turbulent sind, also den Einfall des Gases in diesen Halo aus dunkler Materie. Die dunkle Materieverteilung sehen Sie hier unten links und unten rechts sehen Sie auch die Sternverteilung, die sich bildet. Und ja, Sie sehen eigentlich jetzt in dieser größeren Hintergrunddarstellung erstmal, wie die Gase sich versammeln im Zentrum. Es ist am Anfang noch recht chaotisch, das ist jetzt die Rotverschiebung 2, also da hat sich eigentlich noch, da fängt sich jetzt langsam die Scheibengalaxie so an zu bilden. Das sehen Sie unten rechts in der Sternverteilung, da ist die Scheibe ein bisschen von der Seite zu sehen, man erkennt schon klar eine Rotation. Es wird jetzt hier ein bisschen deutlicher, weil der Film ist angehalten, wir rotieren das Ganze mal. Und hier im Zentrum sehen Sie zum Beispiel die Scheibe und das Grüne links, das sind jetzt sogenannte schwere Elemente, die sind entstanden in Sternen, Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Eisen und so weiter. Und die sind rausgeblasen worden durch Supernova-Explosionen aus dieser Sternverteilung im Zentrum. Also auch diese Effekte müssen wir mitberechnen, wie die Sternentstehung reguliert wird durch die Rückwirkung der Sterne selber auf ihre Umgebung. Die setzen ja viel Energie frei, Strahlung und alte Sterne explodieren auch. Und diese Energie der Supernova-Explosion, die reguliert die Sternentstehung. Das ist ein ganz entscheidender Prozess, schwierig zu modellieren, aber das ist das, was notwendig ist, um auch die korrekte Sternmasse zu bekommen, weil die Supernova-Explosionen verhindern, dass praktisch die Galaxien zu groß werden. Und auch noch ein anderer Prozess wird verhindert, das komme ich nachher darauf zu, nämlich die superschweren schwarzen Löcher, die da im Zentrum von diesen Galaxien lauern. Und jetzt oben rechts, da kam gerade ein Satellit rein, eine kleine Galaxie, die da eingefallen ist in diese Galaxie. Also das war jetzt sozusagen im Aufriss die Entstehung einer Scheibengalaxie. Und jetzt möchte ich auf diesen anderen Spieler kommen. Also ich habe kurz angedeutet, dass eben während sich die Sternenscheiben aufbauen, wird die Sternentstehungsrate reguliert durch die schon vorhandenen Sterne, weil die tun auch Strahlung freisetzen. Die Sonne, wir wissen das ja, wir kriegen Sonnenbrand, die harte UV-Strahlung, aber es gibt auch viel größere, heißere Sterne, die noch viel stärkere Strahlung freisetzen und die können natürlich das Umgebungsgas aufheizen und das verhindert dann, dass in der Umgebung neue Sterne entstehen können. Und wenn so ein Stern explodiert, dann heizt er eine riesige Umgebung auf und bläst auch die Gase weg, verhindert auch weitere Sternentstehungen. Also ist irgendwo klar, dass das reguliert werden kann. Aber es gibt dann noch einen anderen Spieler bei der Galaxienentstehung, der extrem wichtig ist. Und das sind diese mysteriösen schwarzen Löcher, diese Schwerkraftfallen, die tatsächlich im Zentrum wohl jeder Galaxie sind und dort Materie verschlingen teilweise. Und wenn sie das tun, dann können sie auch sozusagen als Todesschrei der Materie, bevor sie verschwindet in dem schwarzen Loch, sitzt sie dann in der Regel noch sehr viel Energie frei. Fast 10% ihrer Restmasse typischerweise wird freigesetzt als Energie. Und diese Energie, die schwarzen Löcher freisetzen, während sie wachsen, die macht auch was mit den Galaxien, denken wir. Auf das Thema will ich jetzt zu sprechen kommen. Man sieht es auch, hier ist zum Beispiel eine berühmte Galaxie, M87, im Zentrum des Virgo-Galaxienhaufens. Das ist ein nahegelegener Galaxienhaufen zu uns. Im Zentrum hat man diese elliptische Galaxie und da sehen Sie so einen blauen Jet hier, nennen wir das. Da oben rechts kommt ein relativistischer Strahl raus, direkt aus dem Zentrum. Und der enthält unheimlich viel Energie, ist unheimlich schnell. Und wir denken, dass das dadurch zustande kommt, dass dann das superschwere schwarze Loch im Zentrum diese Materie beschleunigt, durch zum Beispiel magnetische Effekte. Und das haben Sie vielleicht mitbekommen, dieses schwarze Loch, das wurde durch das Event Horizon Teleskop vor kurzem tatsächlich abgebildet. Ja, ein Foto oder ein Schatten dieses schwarzen Lochs auf seiner umgebenden heißen Gasverteilung. Das ist dieses ikonische Bild hier in Rot, das erste echte, sozusagen optische Bild von dem superschweren schwarzen Loch. Eine faszinierende Aufnahme, die diesem Experiment gelungen ist. Und für die Galaxienentwickler hat es auch nochmal natürlich verstärkt die Frage, wie verstehen wir das? Was ist denn eigentlich die Auswirkung von diesen Jets zum Beispiel? Kommen die nur sozusagen aus den Galaxien raus und stoßen da einen leeren Raum vor, dann würden sie vielleicht nichts tun. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass die schwarzen Löcher die Energie auch auf andere Arten abstrahlen und dann zum Beispiel auch die Entwicklung von so einer Galaxie beeinflussen, zum Beispiel dafür sorgen, dass sie keine weiteren Sterne bilden kann. Und das ist tatsächlich eine Hypothese, die wir glauben, sehr stark und auch simulieren.
Und ich zeige Ihnen das jetzt mal hier in dieser Rechnung. Das ist auch ein Ausschnitt aus der Illustris TNG. Also wenn wir das noch mal ein bisschen dunkler haben könnten, dann können wir das sehen vielleicht. Hier sehen wir nämlich die Gasströmungen in einem Ausschnitt im Universum. Das ist also dieses sehr etwas mysteriös anmutende rote Bild. Da sehen Sie die Gasdichte und die Gasströmungen. Hier unten sehen Sie plötzlich so einen pulsierenden Outfluss in zwei Richtungen. Und das war tatsächlich im Zentrum einer Galaxie ein Quasar, ein schwarzes Loch, das Gas rausgetrieben hat. Und hier rechts wird gleich nochmal, von der rechten Seite kommt nochmal eine Galaxie rein, wird gleich aktiv werden, da wird ihr superschweres schwarzes Loch anfangen aktiv zu sehen. Sie jetzt hier rechts pulsiert es wieder. Das sind aber extrem großskalige Winde, die dieses schwarze Loch antreibt. Das kommt dadurch zustande, dass in dem Moment das schwarze Loch stark wächst, es verschlingt Materie und setzt sehr, sehr viel Energie frei. Für Phasen kann so ein schwarzes Loch so viel Energie freisetzen wie das Licht der ganzen Galaxis zusammen. Ja? Und hier blenden wir jetzt über, dass Sie mir glauben, was da passiert, dass es wirklich in Galaxien war. Hier sehen wir jetzt die Sternverteilung. Denn was da passiert ist, das fand statt in einem Protogalaxienhaufen, wie wir sagen, in einem sich bildenden Galaxienhaufen. Der Galaxienhaufen ist jetzt hier zu sehen. Nicht in der dunklen Materie, sondern in den Sternen. Das Weiße sind alles Sterne in dem Galaxienhaufen. Und was man auch in den Rechnungen sieht, ist das sogenannte Intrahaufenlicht. Es gibt neben den sehr hell weißen Galaxien auch ein diffuses Licht in diesen Galaxienhaufen. Das beobachten wir auch. Auch das können wir also heutzutage simulieren. Ja, und es stellt sich raus, dass die, nochmal ein tatsächlich wissenschaftliches Bild, eine große Erkenntnis, die wir hatten mit dieser neuen Simulation, die auch diese Wirkung der schwarzen Löcher besser berücksichtigt hat. Damit haben wir dann zum ersten Mal die Farbverteilung der Galaxien, die beobachtet wird, auch reproduzieren können. Denn man stellt fest in den Beobachtungen, dass Galaxien eigentlich bimodal sind in ihrer Farbverteilung. Es gibt blaue und rote Galaxien, grob gesprochen. Und diese bimodale Verteilung von blauen und roten Galaxien, das war für solche Simulationsrechnungen immer ein großes Problem, das zu erklären. Und wir glauben jetzt, das wird durch die schwarzen Löcher produziert. Die erzeugen nämlich diese roten Galaxien. Sie führen eine blaue sternbildende Galaxie über in eine rote Galaxie, die dann ja rot und tot ist, denn das schwarze Loch verhindert dann durch seine Energieeinspeisung weitere Sternentstehung. Das ist also uns hier gelungen. Und ich will Ihnen, komme gleich nochmal, will Ihnen auch zeigen, dass man in aktuellster Forschung, das ist ja heute Wissenschaft für jedermann, ich will Ihnen aktuellste Forschung zeigen, weil unsere Arbeit besteht zum Beispiel darin, jetzt zu beweisen, was es wirklich diese schwarzen Löcher sind, die dafür sorgen und dass man die Wirkung der schwarzen Löcher auch wirklich in den Beobachtungsdaten sieht. Und da in einer Arbeit, die wir diesen Sommer in Nature veröffentlicht haben, haben wir das zum Beispiel gezeigt. Da haben wir eine ganz interessante Entdeckung gemacht, dass nämlich, wenn man sich um Spiralgalaxien herum, das sehen Sie hier links, anschaut, da gibt es sogenannte Satellitengalaxien. Wir haben das auch in der Milchstraße. Die Magellanschen Wolken zum Beispiel sind die bekanntesten davon. Diese kleinen Satellitengalaxien, die um diese Galaxien herumschwirren, die kann man sich angucken. Nicht nur in der Milchstraße, sondern in den nächstgelegenen, sagen wir mal, 1000 Galaxien im Sloanische Sky Survey. Man kann dann eine statistische Analyse machen und fragen, sind eigentlich die Galaxien, haben die alle, je nachdem, wo sie in der Galaxie liegen, die gleiche Sternentstehungsrate? Und dann haben wir festgestellt, interessanterweise, dass das eine Modulierung gibt, dass die Galaxien, die sozusagen in der Ebene der Scheibe liegen, die haben weniger, die sind sozusagen weniger, haben weniger Sternentstehungsrate als die, die senkrecht zur Scheibe liegen. Und dieses Modulationssignal, das haben wir dann interessanterweise auch geschaut, dass es passiert, ist exakt das Gleiche in der TNG-Simulation. Das sehen Sie hier links. Also diese Modulation ist exakt die gleiche. Das ist verblüffend erstmal für uns, dass auch die Amplitude sozusagen stimmt. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt eine Vergleichssimulation machen, wo man die schwarzen Löcher nicht mitsimuliert, das kann man dann machen als Experiment, dann ist dieses Signal weg. Also das ist jetzt noch kein hundertprozentiger Beweis, dass das wirklich die schwarzen Löcher sind. Aber wir glauben, das liegt daran, dass die schwarzen Löcher die Gasdichte modulieren um die Galaxie herum durch diese Winde. Die machen nämlich die Gasverteilung dünner entlang dieser polaren Achse, wo diese Winde rauskommen, und dort werden die Galaxien dann nicht so stark unterdrückt durch sogenannten Staudruck in ihrer Sternentstehung. So, jetzt zum Abschluss, in den letzten 5 Minuten oder so, möchte ich Ihnen noch was zeigen über die Zukunft unserer eigenen Milchstraße. Das kann man nämlich auch untersuchen mit
Simulationsrechnungen. Und manchmal, das habe ich schon gezeigt, sieht man ja diese Galaxienkollisionen. Hier ist ein anderes berühmtes Beispiel, die Antennengalaxien. Da sieht man im Prinzip zwei Galaxien, wie sie zusammenstoßen. Und sowas kann man auch auf dem Rechner nachbilden. Nochmal eine einfache Galaxienkollision, so ein bisschen ähnlich, wie ich sie vorher mal gezeigt hatte. Nur wird jetzt hier auch das Gas mitsimuliert. Und was Sie hier sehen, ist im Prinzip, was unserer eigenen Milchstraße in der Zukunft drohen wird. Wir werden nämlich kollidieren mit der Andromeda-Galaxie, unserer Nachbargalaxie, in etwa 5 Milliarden Jahren. Da werden wir zusammenstoßen. Und der Zusammenstoß, der wird diese Scheiben, hier sieht man das Gas, verändern. Und insbesondere werden die gravitativen Gezeitenkräfte die Scheiben umgestalten. Sie induzieren eine barförmige Verteilung im Zentrum und treiben dann viel Gas ins Zentrum. Und da sitzt ja aber dann das superschwere schwarze Loch. Das wird jetzt zum Wachsen angeregt, setzt enorm viel Energie frei. Und das haben Sie jetzt gerade hier gesehen. Es wurde enorm viel Energie freigesetzt. Und deswegen wurde viel von dem noch vorhandenen Gas, aus dem neue Sterne entstehen könnten, das wurde hinausgeschleudert, aus der Galaxie sogar. Und es bleibt, jetzt sehen Sie, es scheint jetzt so, dass die Galaxie irgendwie ganz weg ist, irgendwie explodiert ist gar, aber das ist ja nur das Gas zwischen den Sternen gewesen, das ich Ihnen da gezeigt habe, sondern das Reservoir, aus dem neue Sterne entstehen können. Das ist tatsächlich weg zum großen Teil. Aber die Sterne, die sind auch da, und das ist jetzt hier gezeigt, nochmal der gleiche Film, nochmal die gleiche Simulation, nur eine andere Komponente dargestellt, nämlich die Sternverteilung. Und zwischen den Sternen ist unheimlich viel Platz. Also wenn zum Beispiel die Sternscheibe der Milchstraße zusammenstößt mit der Sternscheibe der Andromeda-Galaxie, ist es eigentlich nie so, dass zwei Sterne zusammenstoßen, sondern die Sternsysteme, die werden einfach ineinander geschoben und es entsteht ein neues Sternsystem. Die Sterne werden auf neue Bahnen gestreut, aber diese neuen Bahnen, die sind dann nicht mehr kreisförmig, sondern die sind sozusagen ein Knubbel. Ja? Deswegen, das ist eine elliptische Galaxie, da hat man dann alle Sterne auf ganz unterschiedlichsten Bahnen. Und deswegen entsteht dann am Ende so eine runde, elliptische Galaxie, wenn die zwei Spiralgalaxien verschmelzen. Und es bedeutet auch, dass wir glauben, dass das ferne Schicksal ist für unsere eigene Milchstraße. Also hier im Raum, das ist mal hier im Raum skizziert, rechts gibt es die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie. Und hier links ist eine Grafik, die Distanz zwischen den zwei Galaxien zeigt als Funktion der Zeit. Und da ist ein Punkt markiert, heute, also das wäre jetzt in dieser Position, wo wir die heutigen Abstand verorten würden. Und dann irgendwann in der Zukunft rasen die Galaxien sehr dicht aneinander vorbei. Sie verschmelzen nicht sofort, weil sie haben dann eine gewisse Geschwindigkeit. Sie durchdringen sich zunächst, bremsen sich dabei ab, vergrößern ihren Abstand wieder, aber dann fallen sie für eine zweite und dritte Begegnung zusammen. Am Ende verschmelzen sie zu einer neuen Galaxie, für die man den Namen Milchomeda verwenden könnte. Das ist ein Vorschlag von meinem Kollegen Avi Loeb gewesen, das so zu nennen. Also das wäre sozusagen die ferne Zukunft für unsere eigene Galaxie. Klarerweise, das passiert in 5-8 Milliarden Jahren. So lange wird vielleicht, die Sonne würde da schon zu einem roten Riesen werden. Also das ist sowieso eine Distanz in der Zukunft, auf dem auch unser eigenes Sonnensystem sich natürlich stark verändern müsste. Ja. Wenn das nicht tun würde, wüssten wir aber trotzdem nicht, was mit der Sonne passieren würde. Sie könnte in dieser neuen Milchomeda-Galaxie auf einer anderen Bahn landen. Ja, das wissen wir noch nicht. Und ganz zum Schluss noch ein Kommentar über das ferne Schicksal des Universums. Wie geht es weiter mit dem Universum? Ich habe erwähnt, dass wir heute eine beschleunigte Expansion haben. Es gibt im Prinzip drei große Typen von weiteren Entwicklungen der Größe des Universums. Das sieht man hier auf diesem Graphen. Man hat lange gerätselt, was wird passieren? Wird sich das Universum einfach ewig ausdehnen? Wird es irgendwann zusammenstürzen? Gibt es genug Masse, damit es zusammenstößt? Oder wird sogar die kosmologische Konstante die Beschleunigung so weit antreiben, dass alle gebundene Materie zerrissen wird? Ja, also all das ist eigentlich irgendwo möglich. Also das eine ist, könnte man beschreiben als den Big Chill, das große Abkühlen. Das bedeutet, dass das Universum sich ewig weiter ausdehnt. Das bedeutet auch, dass die weitere Strukturentstehung aufhört. Das sehen wir heute schon. Die Großraumstruktur, die verstärkt sich nicht mehr weiter. Die Galaxien vereinzeln stattdessen jetzt und das wird in der Zukunft weiter so zunehmen. Das wäre ein Szenario. Und das ist das, was wir glauben, was passiert. Ja, es ist denkbar, dass es so ein Big Rip gibt, dass das Universum zerrissen wird irgendwann in ferner Zukunft nach einer endlichen Zeit. Das ist sogenannt, dafür braucht man sogenannte Phantom-Dunkle Materie. Das ist eine theoretische Möglichkeit, ist allerdings
exotisch, würde ich sagen. Wir glauben nicht, dass das wirklich passiert. Ebenfalls, dass das Universum dicht genug ist, dass irgendwann sich die Ausdehnung umdreht in einen Zusammensturz und dann sozusagen irgendwann symmetrisch das Universum wieder in eine Singularität zusammenstürzt. Der Big Crunch könnte man das nennen. Und da gibt es dann noch Varianten, wie ein zyklisches Universum, dass sich sowas zum Beispiel immer wieder wiederholt. Also wenn Sie mich jetzt fragen, wird das Universum ewig leben? Also die Antwort der Astronomen im Moment der Kosmologie ist, würde ich sagen, ja. Wir glauben, dass wenn das Standardmodell sich nicht verändern sollte, was eine Möglichkeit ist, dann würde das Universum sich ewig weiter ausdehnen, auf jeden Fall. Also es wird ewig leben. Aber denken Sie mal dran, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Das hat Mark Twain mal gesagt. Also wir müssen mal schauen, was die Kosmologen in Zukunft rausfinden. So, ich habe Ihnen jetzt versucht, ein bisschen Übersicht zu geben über das Forschungsgebiet, an dem ich mit vielen Kollegen arbeite, in der extragalaktischen Astronomie, in dem Gebiet der theoretischen Galaxienentstehung. Und besonders diese Simulationsrechnungen auf großen parallelen Supercomputern mit Hunderttausenden von Compute Cores, die erlauben es uns heutzutage eben, einen wirklich signifikanten Teil des Universums zu berechnen und sogar so weit zu gehen, dass wir die Entstehung der Galaxien verfolgen können, bis hinunter zu all ihren verschiedenen morphologischen Typen. Und wir können ihre Eigenschaften relativ gut reproduzieren, nicht perfekt, aber ich denke, das ist eine indirekte Bestätigung, dass diese verrückten kosmologischen Ideen, dass dunkle Materie existiert, dunkle Energie existiert, vielleicht doch etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Spannenden Einblick in die Entstehung des Universums, vor allem in die Simulation der Entstehung des Universums. Und nun ist der Vortrag offen für Fragen. Sie können entweder hier im Saal fragen, dann heben Sie Ihre Hand und ich versuche das irgendwie zu erkennen. Und dann sollten Sie warten, bis wahrscheinlich ein Mikrofon da ist. Und dann können Sie Ihre Frage stellen und Volker wird versuchen, sie dann zu beantworten. Sie können aber auch in den Chat schreiben und ich hoffe, der ist halbwegs up to date, denn sonst würde ich wahrscheinlich noch Hilfe bekommen hier und dort Ihre Frage stellen und dann werde ich sie entsprechend vorlesen. Da diejenigen, die jetzt hier sitzen, einen weiten Weg auf sich genommen haben und auf das Glas Wein beim Vortrag verzichtet haben, haben die Vorrang beim Fragen und dann gucken wir in den Chat. Da gibt es schon eine Reihe Fragen, die ich durchaus vorlesen kann. Aber vielleicht gucken wir erstmal hier im Raum, wer ist neugierig und hat noch Fragen. Da ist die erste Frage. Frage zum ersten Teil Ihres Vortrags, und zwar der Begriff Rekombination. Setzt der voraus, dass irgendeine Kombination schon mal da war? Wie ist das zu verstehen? Das Gas, das Wasserstoffatom und Helium in den ersten Sekunden schon da waren und dann wieder zusätzlich noch entstanden sind? Also es geht um den Begriff der Rekombination. Ja, gute Frage. Ja. Also am Anfang hatte man eben ein Plasma, also es ist eine extrem heiße Phase, wo die Protonen und auch Heliumkerne und freie Elektronen frei herumgeschwirrt sind. Und mit Rekombination, was man hier meint, zu diesem Zeitpunkt ist das Universum abgekühlt auf etwa 4000 Grad. Und dann ist es kalt genug, dass die Atomkerne die Elektronen einfangen und sozusagen ja, zu Atomen rekombinieren. Vielleicht ist es ein bisschen auch ein irreführender Begriff in dem Fall, ja, wenn man die Assoziation hat, sie waren ja schon mal zusammen, aber sie waren noch nie in dieser Konfiguration wirklich zusammen als neutrale Atome. Was da passiert, ist tatsächlich, dass man einen Übergang hat von einem heißen Plasma, das einfach ionisiert war durch heiße Temperatur, zu plötzlich einem neutralen Gas. Das ist das, was da passiert. Und in dem Moment wird das Universum quasi transparent, weil die Elektronen, die vorher das Licht unglaublich stark blockiert haben, plötzlich weg sind. Dann ist sozusagen, plötzlich hat man neutrales Gas, Wasserstoff und Helium, das sich dann weiter abkühlt.
Da gibt es die nächste Frage. Danke. Ja, ich erlaube mir, die Frage jetzt doch zu stellen, auch wenn es mit Astrophysik wahrscheinlich nichts zu tun hat. Ich bin da jetzt auch Laie auf diesem Gebiet. Aber so spontan bei dunklem Loch, schwarzem Loch, da denke ich irgendwie auch an unsere Psyche, an unser Unterbewusstsein. Das ist ja auch nicht so ohne, dieses schwarze Loch, mit dem wir da leben müssen. Und ja, Sie haben jetzt halt einfach so in den Raum geworfen, den Begriff Geisterteilchen. Was wollen Sie damit aussagen? Okay, ja. Also, ja, das ist natürlich, ich gehe erstmal auf den Begriff Geisterteilchen ein, weil da ist vielleicht natürlich, es ist nicht in dem Sinne eines spukförmigen Teilchens zu verstehen. Das ist natürlich ein umgangssprachliches Wort, das ich so verwendet habe, um einfach zu beschreiben, dass das Teilchen sind, die wir leider mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können. Es ist aber natürlich, gibt es daran nichts Spukhaftes, sondern die unterliegen ganz klaren Gesetzen der Physik, wie alle anderen Teilchen auch. Und es gibt zum Beispiel Neutrinos, das sind Teilchen, die sehr bekannt sind, die man ohne Probleme im Laboren und an Reaktoren studieren kann, diese Neutrino-Teilchen. Ja, die wurden auch manchmal als Geisterteilchen bezeichnet, einfach deswegen, weil die es schaffen können, fast durch die ganze Erde zu rasen und nicht aufgehalten werden, weil die eben praktisch die uns nicht sehen, weil die wechseln, wir Physiker sagen, man braucht dafür eine Wechselwirkung und die ist einfach nicht da. Die Teilchen haben die haben eine sehr schwache nur und die ist eben tatsächlich so schwach, dass die durch einen unglaublich dicken Block aus Materie rasen können und passiert meistens gar nichts. Es ist so, als ob die den gar nicht sehen. Und das führt eben zu diesem Bild eines Geisterteilchens. Das wollte ich damit nur ausdrücken. Nicht, dass das irgendwas Übernatürliches wäre, ja, ganz sicher. Zu ihrem inneren schwarzen Loch, ja. Das schwarze Loch ist ja auch was unglaublich fern unserer Alltagserfahrung ist. Und ich glaube, was das innere schwarze Loch, wenn Sie jetzt Ihre Psyche, das haben wir eher in Erfahrung. Also ich glaube, das liegt uns Menschen vielleicht näher als das physikalische schwarze Loch. Ja. Aber das ist was ganz anderes. Ja. Eine weitere Frage hier im Raum. Da gibt es noch eine. Es gibt sehr viel mehr dunkle Materie als normale. Und Sie sagten, die dunkle Materie ist auch hier irgendwie allgegenwärtig und verklumpt sich. Wenn jetzt im Sonnensystem aber irgendwo so ein Klumpen dunkle Materie durchfliegt, dann müssten doch die Keplerschen Gesetze nicht mehr gelten. Dann müssten doch da Abweichungen in den Planetenbahnen festzustellen sein. Aber ich habe noch nie davon gehört, also offensichtlich findet das nicht statt. Ja, das ist ein guter Gedanke, glaube ich, den Sie da haben. Ja, also Sie haben grundsätzlich recht. Die Frage ist, warum merkt man die Effekte dann nicht stärker hier auch auf der Erde oder in unserem Sonnensystem? Das liegt daran, dass zwar die dunkle Materie hier ist auch, aber sie ist trotz allem, obwohl es insgesamt im Kosmos sehr viel mehr gibt, ist die Dichte, die sie hier lokal hat, im Sonnensystem sehr, sehr niedrig. Und auch die Klumpen, die es gibt, die auch in meinem Film ja zu sehen waren, sind trotzdem trotz allem auch sehr diffus. Und man kann auch sogar berechnen, was sind die kleinsten Klümpchen, die es gibt. Die haben etwa die Masse der Erde tatsächlich, aber die sind viel größer als die Erde, viel, viel, viel größer und deswegen auch viel, viel niedriger Dichte. Und die haben eine viel niedrigere Dichte. Und es ist so, dass die größeren dieser Klümpchen doch Sternbahnen stören können, aber nicht die in einem Planetensystem wie bei uns. Aber zum Beispiel, man sieht sogenannte Stellar Streams, also man sieht zum Beispiel in der Milchstraße sehr kalte Ströme von Sternen, die sind rausgerissen worden aus Kugelsternhaufen oder auch aus Satellitensystemen und die machen so einen Strom und wenn da ein dunkler Materieklumpen durchgeht, dann sieht man da eine kleine Lücke, weil der die gravitativ stört. Und nach diesen Lücken, das hat man ein paar schon entdeckt, da sucht man danach, man versucht damit zum Beispiel zu bestimmen und nachzuweisen, dass es wirklich auch diese Klümpchen gibt und dass solche Störungen da sind. Aber tatsächlich im Sonnensystem selber ist es so, dass man keine größeren Effekte auf die Bahn erwartet. Einfach weil die Klumpen tatsächlich zu diffus sind und weil es auch so ist, dass
der dunkle Materie-Halo, den wir theoretisch voraussagen, an der Bahn der Sonne eine relativ konstante Dichte hat. Da sind nicht viele Klümpchen. Die großen Klumpen, die sind alle weiter draußen in der Galaxie. Die werden nämlich zerrissen durch Gezeitenkräfte, wenn die näher rankommen. Das heißt, wir sitzen, das muss man sich auch klar machen, der Halo, also diese Kugel aus dunkler Materie, in der wir eingebettet sind, die ist viel, viel größer als die Sternscheibe selber. Die ist so 20 mal, 10, 15 bis 20 mal größer im Radius. Und die meisten Klümpchen, die sitzen in dem Volumen draußen in diesem dunklen Materiehalo. Und der Innenbereich, der ist sehr glatt. Also da, wo die Sterne zu finden sind, da ist die dunkle Materieteilchenverteilung sehr homogen. Und deswegen hat man auch nicht so große Störungen da. Ja. Da noch eine Frage, und dann lese ich mal hier eine aus dem... Das Universum breitet sich aus mit Beschleunigung. Können Sie berechnen, wann die Ausdehnung so weit gediehen ist, dass die Lichtgeschwindigkeit erreicht ist? Ist vielleicht das Alter des Universums der Punkt, wo die Ausdehnung gleich der Lichtgeschwindigkeit ist? Dass da eine Grenze ist, wo man nicht drüber schauen kann, weil das Licht gar nicht mehr ankommt? Also die Lichtgeschwindigkeit per se ist keine Grenze direkt für die Ausdehnungsgeschwindigkeit. Aber Sie haben erstmal recht, dass es wichtig zu berücksichtigen ist, die Lichtgeschwindigkeit, wenn man so weit weggeht. Also die Ausdehnungsgeschwindigkeit, die nimmt mit dem Abstand zu, das sogenannte Hubble-Gesetz, und zwar erstmal linear im Nahbereich. Und die Geschwindigkeit nimmt immer weiter zu. Und wenn man dann irgendwann weiter weggeht, dann würde formal auch die Ausdehnungsgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit übersteigen. Ja? Und das tut es auch. Ja, das ist trotzdem kein Widerspruch zur Relativitätstheorie in dem Sinn. Ja, weil man trotzdem muss die Ausdehnung des Raumes, auch wenn die überall gleichzeitig homogen stattfindet, ist eine homologe Expansion, dann ist es immer so, dass sie zwischen zwei beliebig weit entfernten Punkten finden sie formal eine Ausdehnungsgeschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit übersteigt. Das ist trotzdem kein Widerspruch zur Relativitätstheorie, weil da geht es darum, kann man Signale zum Beispiel schicken mit Überlichtgeschwindigkeit. Und das geht da trotzdem nicht. Ja, da muss man sich genau überlegen, was für ein Gedankenexperiment will man machen, wie will man das beschreiben, die Metrik. Aber das ist so, dass die Lichtgeschwindigkeit ist eine Grenze der Bewegung zum lokalen Standard of Rest. Aber der verschiebt sich in dieser Raumausdehnung. Also deswegen ist es nicht ganz so einfach, die Lichtgeschwindigkeit mit dem Alter des Universums praktisch direkt in Verbindung zu setzen. Ja. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet. Es ist generell schwierig natürlich, den Raum selber, die Raumausdehnung auch sich vorzustellen. Was ich oft gefragt werde, ist ja auch, in was dehnt sich denn der Raum hinein, aus? Ja? Weil wir das eigentlich von unserer Art zu denken gar nicht normalerweise akzeptieren können, dass sich etwas ausdehnt und dann draußen gibt es gar nicht. Ja? Aber das ist eigentlich genau das, was man sich hier vorstellen muss. Man kann den Raum nur den inneren Raum beschreiben. Es gibt kein Draußen, es gibt keine physikalische Aussage für ein Draußen, das man treffen könnte. Man kann auch den Raum nicht verlassen. Meine Frage ist, wenn Sie sagen, das Universum hat 13,4 Milliarden Jahre Alter, ist das Alter eigentlich dadurch entstanden, dass man nicht drüber hinausschauen kann, dass man nicht mehr sehen kann, was davor war, weil das Licht gar nicht mehr ankommen kann? Das gibt es auch. Also es gibt es gibt einen Rand, das nennen wir den Horizont. Wir können wegen der Lichtgeschwindigkeit können wir nicht beliebig weit schauen. Also wir können nur bis zu einem Punkt sehen, von dem aus das Licht uns auch erreichen kann, in dem Alter des Universums. Das heißt, das Alter des Universums erzeugt zunächst mal eine absolute Grenze von dem beobachtbaren Gebiet des Universums. Wir glauben aber, dass das Universum sozusagen hinter der Grenze noch weitergeht. Also ein anderer Beobachter, wenn es jemanden gäbe, der wo weit weg von uns sitzt, der andere Beobachter, der hätte auch seine Grenze, aber der würde teilweise Raumbereiche beobachten können, die wir nicht beobachten können. Der hätte sozusagen seine kugelförmige Region woanders. Aber die Tatsache, dass das Universum 13,5 Milliarden Jahre alt ist, das schließen wir nicht aus der Existenz dieses Horizonts direkt, sondern wir rechnen die
Expansionsrate zurück. Und wenn man sozusagen sieht, wie schnell sich das Universum ausgedehnt hat, dann, wenn man zurückextrapoliert, dann kommt eben raus, dass das Universum auf einen Punkt zusammenschnurrt vor einer endlichen Zeit, vor eben den 13,5 Milliarden Jahren. Ja. Dann lese ich jetzt hier mal eine Frage vor. A. Wieso hält sich die dunkle Materie vorwiegend in einem Halo auf? Also es ist so, dass die dunkle Materie am Anfang ist kalt. Wir nennen diese kalte dunkle Materie, die ist sozusagen, damit meint man nur, sie hat wenig Bewegung. Sie sitzt sozusagen erstmal ruhig im Raum und dann gibt es nur diese schwachen Störungen. Und die Schwerkraft erzeugt nun alle Bewegungen der dunklen Materieteilchen. Das heißt, eine dichte Störung wächst an, kollabiert und dann ist so die Frage, warum ist das Ergebnis der dunklen Materie so ein kugelförmiger Halo? Das liegt daran, dass die dunkle Materie, die Energie, die entsteht, wenn die Bewegungsenergie, die aus dem Schwerefeld kommt, nicht loswerden kann. Die dunkle Materie ist ja dunkel, sie strahlt nicht, sie gibt keine Energie ab. Und deswegen müssen sich die Teilchen permanent umeinander herum bewegen. Also die fliegen immer wieder durchs Zentrum dieses Halos und machen solche Bewegungen. Das heißt, sie haben eine bestimmte Bewegungsenergie, die sie nicht loswerden können. Wir Physiker sagen dazu, die virialisieren. Also am Ende muss die potenzielle Energie im Gravitationsfeld und die kinetische Energie steht dann in einem bestimmten Virialverhältnis. Und das setzt dann auch die Größe dieses Systems. Und deswegen auch stürzen die dunklen Materieteilchen nicht alle zusammen in einen Punkt. Man könnte ja auch überlegen, warum ist es eigentlich so, dass die dunkle Materie nicht weiter kollabiert? Warum bleibt sie irgendwann stehen in diesem kugelförmigen Objekt? Das liegt einfach daran, dass die Schwerkraft es gar nicht mehr vermag, sie noch weiter zusammenzuziehen, weil die Bewegungsenergie der Teilchen das verhindert. Das ist eigentlich eine Art Temperatur dieser dunklen Materieteilchen. Das ist wie ein thermischer Druck. Und diesen Druck kann die dunkle Materie nicht abbauen. Ja, also dieser Gasdruck, dieser kinetische Druck der dunklen Materie hält diese Objekte stabil und verhindert, dass sie komplett kollabieren. Und das ist anders. Die Gasströmungen machen eigentlich das Gleiche. Die haben am Anfang auch so einen Gasdruck. Aber die Gasteilchen, die können Röntgenstrahlung abgeben und andere Linienstrahlung der Atome. Und dadurch kühlt das Gas immer weiter ab. Und dann verliert es seinen thermischen Druck und dann entsteht eine rotationsunterstützte Scheibe in der Mitte dieser dunklen Materie-Halo. Also der Grund, dass sich die dunkle Materie und die normale Materie trennen in der Galaxienentwicklung, ist genau deswegen, weil eben die normale Materie Strahlungsprozesse machen kann und die dunkle Materie kann es eben nicht. Nächste Frage ist, in welcher Form ist in der Simulation die Raumausdehnung berücksichtigt worden? Ja, das ist einfach eine Lösung, Friedmann-Walker-Metrik, also ist eine Friedmann-Kosmologie. Das heißt, die Raumausdehnung, die wird durch eine Hintergrundlösung der allgemeinen Realitätstheorie beschrieben. Und was unsere Simulation eigentlich macht, ist, dass sie diese homogene Raumausdehnung als Lösung des gleichförmigen Friedmann-Modells benutzt und wir berechnen dann nur noch die Störungen um diese homogene Expansion herum. Leider in meinen Filmen, in all unseren Simulationen, wir simulieren immer Würfel. Das ist ein würfelförmiger Ausschnitt aus dem Universum, bei dem man diese homogene Raumexpansion mathematisch herausnimmt. Ja? Deswegen sieht man die in den Filmen gar nicht. In Wirklichkeit müsste man eigentlich, um das besser zu zeigen, auch noch diese Ausdehnung wieder reinmachen. Aber wir rechnen in sogenannten mitbewegten Koordinaten und da sieht man das dann in den Filmen nicht mehr. Dann vielleicht eine Frage hier, noch eine im Raum. Da ist noch eine, dann warten Sie eine Sekunde, dann kommt das Mikrofon. Mein Name ist Rauscher. Ich wollte Sie fragen, können Sie sich vorstellen, dass in 2000 Jahren die Wissenschaft über unsere heutige Beschreibung des Weltalls lächeln oder gar den Kopf schütteln, so wie wir heute über das ptolemäische Weltbild ebenfalls lächeln? Ich glaube, so extrem wird es nicht sein, ehrlich gesagt. Also ich sehe Ihren Punkt, dass Sie vielleicht, ich glaube, dass unsere Forschung noch zu großen Fortschritten
kommen könnte, in tausenden Jahren glaube ich das gleich. Ich glaube aber, dass bestimmte Grunderkenntnisse bleiben werden. Also so ein ähnliches, also dass sag mal, solche Fehlbilder, die es ja auch in der Antike gegeben hat, zum Beispiel die Erde als Scheibe oder sowas, natürlich gab es ja Weltbilder, die aus der heutigen Sicht sagen, ja, das war sicherlich falsch und grob irreführend, und das, jeder heute weiß es, auch jedes Schulkind ganz früh kann es besser auch verstehen, warum es nicht so ist. Und man wundert sich eigentlich, warum das nicht früher erkannt worden ist manchmal. Und so könnte man auch denken, dass manche dieser Vorstellungen, die ich heute präsentiert habe, entlarvt werden als total naiv und grundfalsch. Ich glaube, das ist Ihr Gedanke. Ich glaube nicht, dass es so extrem sein wird. Es könnte durchaus sein, dass manche Aspekte davon, ist zum Beispiel denkbar, die dunkle Materie ist ja ein noch nicht nachgewiesen. Also ich bin, wie die absolute Mehrheit der Astronomen, davon überzeugt, dass es die gibt, wie die Mehrheit der Physiker. Aber ich glaube, wir müssen uns der Möglichkeit stellen, dass man vielleicht irgendwann erkennt, dass es eine Sackgasse war und eine komplett falsche Annahme. Das ist denkbar. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, aber es ist auch denkbar. Und ich glaube, man muss dafür offen sein. Das ist auch wichtig in der Physik. Ich habe ja Ihnen versucht, ein bisschen eine Volksgeschichte heute vorzustellen. Unsere Simulationen sind alle ganz toll. Aber eigentlich muss ja das Ziel sein von meiner Arbeit und der Arbeit meiner Kollegen, dieses Modell zu widerlegen, ja, und zu zeigen, es ist eigentlich falsch. Es ist wirklich ganz anders. Das ist, was wir eigentlich auch probieren. Ja. Man muss Theorien, das ist ein theoretisches Modell, dass es diese dunkle Materie gibt, dass es diese Raumausdehnung gibt. Und dann versucht man Lücken zu finden in diesem Modell und zu beweisen, dass es falsch ist an irgendeiner Stelle. Und das bringt den Fortschritt. Und das ist eigentlich das eigentliche Ziel. Und man kann nicht positiv beweisen, dass es wirklich so ist. Man kann bestätigen immer wieder, ja, es könnte so gewesen sein, und man findet, mit der Zeit bildet man dann Vertrauen. Aber die Wissenschaft muss eigentlich immer wieder sich kritisch hinterfragen. Und ich denke, wir tun das auch. Aber ich glaube, dass die wissenschaftliche Methode, so wie wir sie heute betreiben, hat sich schon sehr weiterentwickelt gegenüber der, sagen wir, vor 2000 Jahren. Die wissenschaftliche Methode, wie sie heute in Naturwissenschaften angewandt wird, schützt uns zum Teil vor solchen großen, hoffentlich großen Fehlern, aber ganz sicher kann man sich nicht sein. Jetzt noch eine ganze Reihe weiterer Fragen. Ich glaube, wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Wieder eine aus dem Netz. Offenbar bilden sich die beobachteten Galaxienstrukturen nur durch den Einfluss der dunklen Materie. Gäbe es ohne dunkle Materie keine Galaxien? Ja, also wir können das nicht nachvollziehen ohne dunkle Materie. Wir können auch so eine Simulation machen ohne dunkle Materie. Klappt nicht. Klappt nicht. Wie konnten im frühen Universum super massereiche schwarze Löcher entstehen? Oh, das ist ein Riesenrätsel. Es gibt tatsächlich schon 1 Milliarde nach dem Urknall superschwere schwarze Löcher von einer Masse von über 1 Milliarde Sonnenmasse. Monster schwarze Löcher, Quasare, so groß wie die größten, die es auch heute, fast so groß wie die größten, die es heute gibt. Und wie die so schnell entstehen konnten, ist eine große Forschungsfrage. Es gibt, die müssen die ganze Zeit gewachsen sein mit ihrer maximalen Rate, und das ist sehr schwer zu verstehen. Deswegen gibt es Alternativen. Manche Theorien sagen, dass diese superschweren schwarzen Löcher vielleicht durch den Kollaps von gigantischen Gaswolken entstanden sind, also, und dann rasch wachsen konnten und nicht von kleinen stellaren schwarzen Löchern wachsen mussten. Aber ehrlich gesagt, das ist unklar im Moment. Das ist eine der offenen Fragen, ja, tatsächlich in der Kosmologie. Jetzt gucke ich gerade hier. Welche Rolle spielen bei den Simulationen gewöhnliche Galaxien oder Kugelsternhaufen? Was ist die Ursache, dass eine Scheibe bzw. eine Kugel entsteht? Nochmal, kannst du nochmal vorlesen? Ich habe den Anfang. Sekunde. Welche Rolle spielen bei den Simulationen, sagen wir, also gewöhnliche Galaxien oder Kugelsternhaufen? Was ist die Ursache, dass eine Scheibe bzw. eine Kugel entsteht? Also die Struktur. Also die Scheibe. Dreidimensionale Struktur. Ja, die Scheibe ist erstmal die Ursache, ist, dass es einen gewissen Drall gibt. Das Ganze, dieser Halos dunkler Materie, der wird in eine leichte Drehung versetzt. Das passiert deswegen, weil er nicht ganz kugelsymmetrisch ist. Deswegen greifen gravitative Gezeitenkräfte an und geben ihm einen leichten Drall. Und wenn jetzt das Gas seinen thermischen Druck verliert, dann entsteht eine rotationsunterstützte Scheibe, weil der sogenannte Drehimpuls, der Drall, geht nicht verloren. Und deswegen
ergibt sich zunächst mal immer eine Gasscheibe. Und deswegen, wenn dann in der Gasscheibe Sterne stehen, hat man eben eine Scheibengalaxie. Und dann die Kugelsternsysteme, die entstehen immer dann, wenn man die Scheiben zerstört, durch Wechselwirkung mit anderen Scheiben. Da habe ich Beispiele gezeigt, wenn man zwei Scheiben ineinander knallt, dann geht eben die systematische Rotation verloren und man bekommt zufällige Bewegungen. Und dann hat man Stern. Und typischerweise kugelförmige Verteilung, die können auch abgeplattet sein, elliptisch. Ja, die Scheiben müssen nicht immer so extrem kollidieren, dass es perfekt symmetrisch wird. Es kann auch eine Mischform übrig bleiben, ja? Ja, oder es bleibt elliptisch. Gut, ich denke, wir hören hier mit den Fragen auf. Ganz herzlichen Dank, Volker, für die Beantwortung der vielen Fragen und auch für den wunderschönen Vortrag. Und wir danken dir nochmal ganz herzlich dafür. Danke. Und natürlich geht die Vortragsreihe weiter, bereits nächste Woche im selben Raum, zur selben Zeit, dann mit einem Vortrag von dem Kollegen Kranzelmüller, der ist Leiter des Superrechenzentrums in Bayern, vom sogenannten Leibniz-Rechenzentrum, welches von der Akademie der Wissenschaften betrieben wird. Und da geht es um die Frage Rechnen mit Warp-Geschwindigkeit und geht um viele verschiedene Anwendungen von Supercomputern. Und auch hierzu sind Sie ganz herzlich eingeladen natürlich. Jetzt wünsche ich Ihnen aber einen guten Weg nach Hause. Und diejenigen, die zu Hause sitzen, Ihnen wünsche ich einen wunderschönen Abend und genießen Sie das Bier, das Glas Wein oder das Glas Wasser, je nachdem, welchen Zustand Sie sind. Ganz herzlichen Dank.